Dieser Kurs heißt Architektur statt Politik, statt mit zwei T geschrieben. Also wir haben gesucht, wo es Situationen gibt, wo Architektur einen politischen Diskurs vermeidet. Und unser Werkzeug waren sozusagen Medientheorien und die Möglichkeit, anhand verschiedener Medientheorien die Wirklichkeit unterschiedlich wahrzunehmen. Und die Filme versuchen, Medientheorien zu verstehen. Dazu sind sie da. Und letztendlich geht es um eine Erweiterung eines Werkzeugs für die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Mein Film beruht auf dem Text von Goethe, das Amphitheater in Verona beschreibt. Er beschreibt darin, wie dort das Volk zusammenkommt und einen einheitlichen Körper bildet, wenn das etwas Schauwürdiges auf flacher Erde zu sehen gibt. Genau das findet hier statt, also mit modernen Medien und vorher auch in totalitären Regimen, die diese Möglichkeit genutzt haben, ein Volk zu bilden. Weiter habe ich das dann verknüpft mit der Theorie von Lacan, der die Identitätsbildung beim Kleinkind beschreibt, wenn sich das Kind im Spiegel selbst entdeckt und anfängt mit sich selbst zu kommunizieren. Und solche Phänomene sieht man beim Public Viewing, wo sich die Zuschauer selbst im Feld betrachten und daraus könnte man vielleicht den aktuellen Diskurs der Gesellschaft erkennen, auf welcher Grundlage, das heißt, was ist das Schauwürdige, bei was sich die Menschen versammeln. Also mein Film bezieht sich auf keinen Text, sondern auf den Film Die Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord. In dem Film benutzt er Fernsehbilder aus den 60er Jahren und überlagert die zum einen mit Musik und zum anderen mit seinen Texten. Und ich wollte in gewisser Weise mit Samples aus YouTube ein bisschen die Art des Films nachbauen und in der Kombination mit Bild und Musik spürbar machen, wie das Spektakel, von dem Debord spricht, auch physisch auf uns wirkt. Ich habe den Text von Beuth und habe mir gedacht, es ist doch ganz einfach, das mit dem Vertrauen und wir wissen ja eh nicht, was es ist. Und da haben wir immer wieder vom Apfel gesprochen, was ist denn eigentlich ein Apfel? Und ich habe mir gedacht, das kann ich ganz einfach verfilmen. Bin dann drauf gekommen, dass das dann doch gar nicht so einfach alles ist und dass man das eigentlich gar nicht so gut verstehen kann mit dem Aspekt zu dem, was wir dann auch reden, wo man den Dialog hört. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich eh gar nicht weiß, was das da alles überhaupt Nein, sein soll. Das ist eine Chance. Wirklich. Ich meine, das war's eigentlich. Mein Film ist über die 1989 Ereignisse in Peking. Aber in China, in der ruhigen Medienatmosphäre, wissen viele Chinesisch diese Ereignisse. Aber meisten weiß nicht, was deutlicher diese Ereignis. Aber wegen dieser Medienatmosphäre-Veränderung, viele Studenten haben die Chance, in Deutschland zu weiter studieren. Diese in dieser Veränderung des Medienatmosphäre. Vielleicht veränderte seine Selbstbewusstsein über dieses Ereignis. Durch meine Film, ich musste diese Veränderung des Einfluss für Selbstbewusstsein über dieses komplizierte Ereignis erhöhen. Was ist Veränderung für Medien Einfluss?
anders redet von der Welt im Bild. Er spricht davon, also er spricht von einer Wechselwirkung zwischen dem Medium Bild und der Realität, zwischen dem man dann eigentlich gar nicht mehr entscheiden kann. Wenn das Bild, also der Schein, so realistisch wie möglich präsentiert werden kann, dann nimmt die Realität umgekehrt auch den aushängenden Schein an. Dazu fiel mir dann spontan die Rekonstruktionsdebatte ein, die in vielen deutschen Städten in den letzten Jahren geführt wurde, auch im Zusammenhang mit dem Aufbau von irgendwelchen vermeintlich historischen Fassaden vor dem Hintergrund des Baus von ECE-Center. In Karlsruhe haben wir auch so eins, wir haben es gerade eben gesehen, eine reine Fassade und dahinter das Einkaufszentrum, und im Einkaufszentrum selbst finden wir dann eine Flut von Bildern. An der vermeintlichen Wirklichkeit sehen wir, dass wir es kaum voneinander unterscheiden wollen. Also hier die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Personen ist unerkennbar. Ja. Also der Film ist quasi der Versuch eines Gleichnisses. Marshall McLuhan sagt ja, Media is a message. Also dass es gar nicht darum geht, was dieses Medium an Nachricht transportiert, sondern dass das Medium an sich die Hauptnachricht ist. Also in dem Fall ist es die Säge, um das gesägt wird. Es ist völlig egal, was mit diesem Stück Holz passiert. Also es müsste im Idealfall, leider geht das nicht, unendlich dünn sein, damit der Betrachter es überhaupt nicht sehen kann. Aber zumindest können wir das Muster, was jetzt hier drauf ist, überhaupt nicht erkennen. Das heißt, es geht nicht darum, was mit diesem Stück Holz passiert, sondern es geht darum, dass gesägt wird, die Säge sägt. Und was wir hier noch drin sehen, ist eine andere Theorie von Marshall McLuhan, die besagt, dass ein Medium immer ein anderes Medium transportiert. Also in dem Fall ist das eigentliche Medium der Darstellung hier, ist Film. Und da drin vorkommen tut das, was ich jetzt, also was auch ein Medium ist, eben diese Säge, die sägt. Also wir schauen den Film, der sozusagen filmt oder flimmert, und da drin ist die Säge, die sägt. Also mein Film bezieht sich eigentlich auf einen Vorgängerfilm, der bereits über Baudrillard ging, und zwar über die Simulation von Realitätsmodellen. Im Endeffekt, im ursprünglichen Film war die Abbildung eines reellen Bauwerks mit einer reellen Werbung und einer reellen Nutzung. Und in meinem Film geht es praktisch um die Simulation des Ganzen, um eine vermeintliche Simulation des Ganzen, die sich leider, wobei das reelle Bauwerk auch gar nicht original dargestellt wird, sondern nur eine Simulation des reellen Bauwerks, während auch die reelle Werbung simuliert wird. Und miteinander zusammenfällt. Bei meinem Text geht es um Ray Kurzweils Theorie, dass wir in Zukunft unseren Körper erweitern werden über technologische Neuerungen. Nanotechnologie könnte unser Gehirn erweitern, zum Beispiel uns Signale geben, die normalerweise durch unsere Sinne erfasst werden und an unser Gehirn weitergegeben werden, werden zukünftig auch durch eben Nanotechnologie, die in unser Gehirn eingepflanzt ist, uns vermittelt. Und ich stelle hier in dem Film einfach eine mögliche Szenerie dar, wie so etwas tatsächlich dann passieren könnte. Man könnte das am Anfang vielleicht aus therapeutischen Zwecken verwenden, und später wird es vielleicht dann irgendwann wirklich jeder machen können. Und ein anderer Aspekt, den Kurzweil hier erwähnt, ist die theoretische Unsterblichkeit darüber, dadurch, dass man das, was man an Wissen und Erfahrungen angesammelt hat, ja nicht mehr in sich selbst, in seinem sterblichen Körper speichert, sondern in den Technologie, die mit unserem Körper verwachsen ist, dass man das dann wieder auf einen anderen Körper übertragen könnte. Und das wird hier eigentlich dargestellt.
Ich habe mich mit magischen Magien beschäftigt und er sagt ja, the medium is the message, und ich habe überlegt, dass ich das ja eigentlich ganz einfach beweisen kann, indem ich mit einer Kamera Menschen filme, die mir unbekannt sind und die verweilen oder in die Kamera blicken, weil sie wissen, was passiert mit dem Gerät, das ich in der Hand halte. Was heißt das nicht? Also, dass das Gerät an sich schon das Wissen hervorruft, was das Gerät macht. Und dass das Gerät eigentlich schon die Botschaft darstellt. Dieser Film oder mein Film soll oder zeigt dokumentarisch eine Situation aus Detroit, aus einem Casino. Und zeigt eigentlich die Person, wie sie völlig isoliert vor ihrem einarmigen Banditen stehen und obwohl sie mit vielen Leuten eben in einem Raum sind, eigentlich nur so eine oder gar nicht mit irgendjemand anderem interagieren. Es soll sich ein bisschen auf die Theorie von Bourdieu beziehen, in dem Sinne, dass es halt durch ein Medium eine Simulation von einer Wirklichkeit erzeugt wird, ohne dass, oder dass dann zu einer Rede ohne Antwort irgendwie führt.